Ja, wir kommen jetzt zu etwas, wo mir nicht ganz klar war. Was ist, vielleicht sehr gespannt. Es ist eine Hash-Distribution und sie wird präsentiert von Daniel, Jan und Henning. Herzlich willkommen. So, ja, Mikrofon gefunden. Ja, also unser Projekt ist Hash Distribution. Die Grundidee bei dem Projekt war eigentlich eben herauszufinden, was für Hashtags auf andere Hashtags folgen. Also zum Beispiel, welche Hashtags kommen, wenn jemand zum Beispiel Hashtag JugendHackt eingegeben hat und was dann eben zurückkommt. Was in anderen Tweets, die auch Hashtag JugendHackt haben, ebenfalls für Hashtags drin sind. Ja, und dafür haben wir dann eben diese Website geschrieben. Das ist einmal ein Frontend in, das läuft in JavaScript eben und normalem HTML. Und eben ein Backend in Python mit einem Flask-Webserver, was dann zu einer REST-API wird. Genau, also die Idee dahinter, die wurde ja, glaube ich, gerade gesagt, oder? Ja, genau. Und wir haben hier ein paar Probleme. Und was dann passiert ist, dieses Backend von Python wertet halt die ganzen Daten aus von Twitter. Und ich war halt fürs Frontend zuständig und das nimmt dann diese Daten und verarbeitet die in einen schönen Graphen. Und dieser Graph, den wollten wir euch eigentlich zeigen, aber wir haben irgendwie gerade... Genau, wir haben gerade irgendwie Probleme und ja, wir würden das jetzt noch irgendwie versuchen. Also Henning, macht jetzt weiter. Ich kann ein paar Details erzählen, wie wir es genau gemacht haben, während wir das hier fixen. Wenn man einen Hashtag eingibt, wird der dann mit JavaScript via Ajax an einen Python Flask-Server weitergegeben. Der liest dann mit der Twitter-API die vielen Hashtags aus, findet dann andere Hashtags, sucht dann wieder weiter. Das ist eine ziemlich große Rekursion. Und irgendwann sind wir halt fertig, haben genug Hashtags und dann geben wir die eben wieder zurück über diesen Flask-Server. JavaScript empfängt die dann wieder schön als JSON, dann wird dieser Graph hier generiert und jetzt sieht man ihn. Ja genau, also das ist jetzt die Grafik. Wir haben hier ein Baumdiagramm. Im Effekt. Und hier in der Mitte ist das, was der Nutzer eingegeben hat, also in dem Fall Hashtag Berlin. Das wird dann hier nochmal aufgeteilt und das Coolste ist halt einfach, dass man das machen kann. Genau, also wir können reinzoomen, rauszoomen, das ist jetzt ein bisschen doof wegen dem Touchpad, aber es ist möglich. Und was wir uns dabei gedacht haben, ist zum Beispiel zu Marketingzwecken kann man das sehr gut einsetzen, um zum Beispiel seinen Hashtag von seiner Firma oder was auch immer einzutragen und dann einfach zu erfahren, über was die Nutzer twittern und weiteres. Und außerdem kann man auch schwabbeln, also das ist auch möglich. Ja, das war's dann auch. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ich finde es auf jeden Fall schwabbeln das wichtigste Merkmal überhaupt. Ich hätte noch eine kurze Frage. Habt ihr mal ein bisschen damit rumgespielt? Und wenn ja, habt ihr irgendwie einen Hashtag vielleicht entdeckt, was immer auftaucht oder sehr häufig? Also mir ist sehr häufig der Hashtag Cyber aufgefallen. Sehr schön. Vielen Dank. Hashtag Distribution.